Hallo Leute und willkommen hier bei Leocraft zu einem Video, das ich eigentlich schon letztes Jahr machen wollte, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen und dann hatte ich noch Internetprobleme, das heißt, ich konnte nichts hochladen und vor allen Dingen das System hat nicht beim ersten Versuch geklappt, so wie ich das wollte. Regelmäßiges Umbauen und Verbessern, Erweitern. Hier seht ihr die Version. Die letzte Version werden wir heute nachbauen. Es gibt noch eine zweite funktionierende Version und zwar ist das, Moment, ich glaube, diese Version, die wird es dann in einem der nächsten Videos geben. Heute wollen wir schließlich das IMS-Lager fertig bauen. So, das muss noch ab, denn das müsst ihr auch noch bauen. Und beim IMS-Lager ist es wichtig. Was ist alles wichtig? Zum einen ist es wichtig, dass, wenn ihr am IMS-Selektor seid, Link dazu ist in der Videobeschreibung, den braucht ihr auf jeden Fall bei diesem bei dieser Technik, dann geht ihr an der geraden Abzweigung 5 Blöcke nach unten, also 5 schräge Schienen müssen da sein. Oder an der anderen Seite, also an der Seite 5 Schienen nach oben. Ihr könnt auch noch mehr machen, dann habt ihr am Ende hier mehr Lagermöglichkeiten, beziehungsweise müsst ihr mehr Lagermöglichkeiten machen. Aber das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Wir bauen heute dieses System nach. Und dazu fangen wir unten an, indem wir uns hier einen Hilfsblock hin tun, darunter einen tun, davor einen tun, dass wir hier einen Komparator draufsetzen, welcher so ausgerichtet ist, dass er erkennt, was in dem Trichter ist, der da reinguckt. Den müsst ihr mit Shift-Klick platzieren, denn im Normalfall geht da gar nichts, außer der. Ihr müsst ihr mit Shift-Klick, beziehungsweise wenn ihr fliegt, mit Shift- und Leertaste setzen. Aber ich denke, das wissen die meisten von euch. So, dann kommt hier ein Block hinten dran. Darauf kommt ein Redstone. Das Redstone wird dann einmal nach unten geführt. So, geht in einen Verstärker, der so ausgerichtet ist. Erstes Delay. Darauf kommt ein Quarzblock, dahinter eine Redstone-Fackel. Und dann sollte das so aussehen. Für den zweiten Teil dieser IMS-Weiche ist es jetzt wichtig, dass ihr die Weichenrichtung kennt. Deswegen bauen wir das jetzt als nächstes. Ein Block dahinter setzen. Dann 1, 2, 3, 4, 5 in Lagerrichtung. Dahinter, ich mache das jetzt mal schön mit Endziegel bei mir. Dahinter muss noch ein Block, das ist wichtig. So. Und dann könnt ihr mit den Schienen, da ist es auch wieder egal, welche ihr nehmt, halt hier noch keine hinsetzen. Hier eine normale, hier eine normale, hier eine normale Schiene. Dann hier in diese Lücke eine Sensorschiene und in die. Ja, ans Ende hier eine Antriebsschiene setzen. Dann könnt ihr entweder hier einen Block mit Schiene oder einfach schon dieses System wieder hinsetzen. Und jetzt wird es wichtig, wenn ihr zum Schluss hier in die Mitte eine Schiene reinsetzt, wie richtet sie sich aus? Und zwar, das IMS wird immer vom IMS-Selektor aus befahren, also von hier aus fährt der Zug jetzt hier unten lang. Einmal dadurch, ich gehe jetzt oben lang, weil hier oben ist es das gleiche. Und im Normalfall, so wie es jetzt aussieht, würde der Zug gerade durchfahren. Wenn das bei euch auch so ist, könnt ihr hier einfach weiterbauen. Wenn das nicht so ist und das Ganze danach, so wie es jetzt bei mir aussieht, ist. Wichtig ist, tut diese Schiene zum Schluss rein, sonst kann das auch so aussehen, obwohl ihr das eigentlich so haben müsst. Na, obwohl ihr das so haben müsst, denn wenn ihr zuerst die mittlere Schiene reintut und dann die rechte, sieht es bei euch auch falsch aus.
Wenn das trotzdem bei euch so aussehen sollte, ist es überhaupt nicht schlimm. Dann baut ihr jetzt statt diesem System das invertierte System. Habe ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt, und zwar wahrscheinlich im gestrigen Video. Link dazu ist selbstverständlich in der Videobeschreibung. Ich baue jetzt hier aber das ganz normale System nach, aus dem einfachen Grund, ich brauche hier das normale und das normale ist auch einfacher. Ihr tut hier 1, 2 Blöcke hin, nehmt euch einen Verstärker und ein Redstone und führt es einfach so rein, das Signal. Dann ist das auch schon fertig. Als nächstes braucht ihr eine Trichterstraße, die unterhalb von der ersten normalen Schiene hier entlang führt, einmal bis zum Ende. Die habe ich hier jetzt schon mal gemacht, die mache ich hier symbolisch zu Ende. Also Trichter. Denkt dran, auch Trichter wieder mit Shift-Klick platzieren. Und die braucht ihr so lange zu platzieren, bis sie auf Höhe der letzten Fackel ist. Ja, und daran kommt dann noch ein Trichter, der nach links zeigt. Dieser Trichter sollte im Normalfall gesperrt werden. Das könnt ihr aufrufen mit der F3-Taste. Dann steht rechts unten hier, wo meine Maus gerade eben war, False. Und dann habt ihr alles richtig gemacht. Könnt das wieder mit der F3-Taste wegmachen. Und dann könnt ihr auch weiterbauen. Als nächstes geht ihr unter diese Sensorschiene, packt da einen Block hin, darunter noch einen Block, dann wird der mittlere von diesen dreien wieder weggekloppt. Und da kommt ein Redstone hin. Dann gehen wir einen Block schräg nach unten, tun da ebenfalls einen Redstone hin, welches sich dann verbinden sollte. Dann gehen wir von hier aus noch einen Schräg nach unten links, sodass hier das dann so aussehen sollte, wie es bei mir jetzt ist. Dann kommen hier noch 1, 2, 3 weitere Blöcke hin. Und dann kommen hier ein Komparator, ein Block, ein weiterer Komparator, na, so ausgerichtet natürlich, und ein dritter Komparator hin. Eine Ebene höher kommen ebenfalls noch drei weitere Blöcke hin. Da kommen auch Komparatoren hin. Hier, hier. In der Mitte könnt ihr wahlweise einen Komparator oder einen Block hin tun. Die Auswirkungen sind eigentlich nur, dass, wenn hier ein Komparator ist, mehr Items auf einmal geholt werden, als wenn hier ein Block ist. So, dahinter könnt ihr jetzt an diesen Komparator mit Shift-Klick wieder einen Block hinsetzen, ein Redstone drauf. Übrigens in der Windows 10 Edition heißen die Dinger auf Deutsch Vergleicher irgendwie. Wer sich das einfallen hat lassen, weiß ich auch nicht. Irgendwie finde ich Komparator aber deutlich besser. Und nur mal so nebenbei. Dann könnt ihr auf dieses Redstone einen Block legen. Den da drüben haut ihr weg. Oder darüber. Da kommt nämlich eine Fackel drauf. Dadurch geht diese Schiene an und das untere System ist jetzt komplett fertig. Die beiden Systeme oben und unten arbeiten fast autonom miteinander. Sie müssen nur irgendwo mit der Hilfe einer Kiste oder in einem Trichter verbunden sein. So. Im dritten Teil bauen wir dann die IMS-Weiche von hier unten oben nochmal nach. Also wieder Block, darunter einer, davor einer, ein Komparator hierhin, ein Trichter, der da rein zeigt, ein Block, der das Ganze entnimmt. Dann empfehle ich hier ein Hilfsblock hinzutun, darunter noch einen, hier davor einen, den weghauen, Redstone hier drauf, Verstärker hier drauf, Block davor, wieder mit Shift-Klick, da eine Fackel hin, den Block könnt ihr weghauen und dann ist das System fertig. Hier auf der anderen Seite,
Hier müsst ihr dasselbe System bauen wie hier unten. Das heißt, wenn ihr unten auch schon das invertierte System habt, müsst ihr das invertierte System auch oben verwenden. Ich verwende jetzt wie das normale Redstone und Redstone Verstärker. Danach kommt hier wieder ein Block hin. Na, ihr könnt eure Schiene da drauf legen. Als nächstes bauen wir den oberen Teil. Dazu ist es jetzt als erstes wichtig, dass wenn ihr in der Version 1.0 bis, na, 1.0, also wenn ihr in der Version bis einschließlich 1.12 spielt, müsst ihr hier halbe Blöcke nehmen, sonst funktioniert das System nicht. Ansonsten könnt ihr ganz normale Blöcke oder auch halbe Blöcke nehmen. Deswegen mache ich das jetzt, da ich noch in der 1.12 bin. Die 1.13 gibt es ja noch nicht, wo ich diese Aufnahme mache. Wenn ihr das Video guckt, kann es ja sein, dass es schon gibt. Zwei Schienen eurer Wahl, beziehungsweise hier eurer Wahl und hier normale. Oder ihr nehmt einfach beide, normale ist billiger. Also, wenn ihr Survival spielt, ist es, ja, dann ist es billiger. So. Nun gehen wir runter zu unserer Schiene, hier unten, zu der da. Habe ich noch gar keine Kiste in meinem Inventar? Gut. Nehmen uns eine Kiste, gerne auch eine Doppelkiste. Platzieren die dazu drauf. Wo die hinguckt, ist euch überlassen. Bei mir guckt die jetzt so rein, weil ich das hier ein bisschen halb schön designt habe. Aber so wichtig ist es dann auch, nun auch wieder nicht. Ihr braucht Trichter danach. Die führt ihr hier an die Kiste und am besten hier platzieren und nicht tiefer. Und zwar das Ganze auch wieder mit Shift-Klick. Dann braucht ihr wieder Kisten. So. So. Dann kommt hier wieder ein Trichter hin und dann wieder Kisten und dann kommt hier wieder ein Trichter hin und zusätzlich kommt von der anderen Seite der Kisten, also von dieser Seite hier, an die Stelle noch ein Trichter und dann wird hier noch ein Trichter nach hinten gelegt. Wenn ihr nicht so viel Lagerplatz braucht, könnt ihr das auch viel einfacher machen, indem ihr hier einfach eine Trichterstraße hochführt und da auch noch eine von der Seite her kommen führt. Dann funktioniert das genauso. Dann könnt ihr auch volle Blöcke nehmen und alles funktioniert bestens. Und ich baue jetzt auch einfach mal so weiter, just for fun. So. Als nächstes brauchen wir einen Block, welcher an diesem Trichter befestigt wird. Also da ist immer ein Trichter. Da kommt ein Komparator drauf. Und zwar so rum, andersrum ausgerichtet. So. Dann kommt ein Trichter, welcher da rein zeigt. Ich hoffe, das stimmt jetzt bei mir, oder? Ja, stimmt. Sehr gut. Dann, der Komparator gibt seinen Output in einen Block, wieder mit Shift-Klick dahinter. Shift, nicht Steuerung. So, ein Block dahinter. Darauf kommt Redstone. Dahinter wieder Redstone. Da dann eine Fackel dran. Die Fackel leitet ihr Signal in einen Block, welcher da drunter liegt. Also auf, dass das Ganze so bepowert werden muss. Dieser Block liegt zwei Blöcke unterhalb der Redstone-Fackel, damit das jetzt für alle klar ist. Dann geht ihr hier noch einen nach rechts, tut wieder Redstone drauf, kommt hier noch einer hin, da kommt ein Verstärker drauf, das Delay
müsst ihr austesten. Und zwar kann es sein, dass wenn eine Lore später drauf fahren wird, dass das System blinkt. Dann müsst ihr das Delay höher stellen. Ich empfehle euch für den Anfang das dritte Delay zu verwenden. Im Normalfall sollte das reichen. Dann ein Block, ein Redstone, welches eigentlich jetzt angehen sollte. Warum geht das nicht an? Darunter geht es an, aber hier oben, das ist ein Minecraft-Bug. Es muss ein Minecraft-Bug sein. Also bei euch sollte das angehen. Dann kommt jetzt wieder diese Aktion hier. Mit den halben Stufen. Ihr setzt hier oben drauf eine Stufe. So. 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 Dass ihr eine halbe hier hinzaubert. Dann könnt ihr hier noch eine halbe hinzaubern. Beziehungsweise macht ihr das. So muss es am Ende aussehen. Das Redstone. Jetzt ist es angegangen. Jetzt geht's an auf einmal. Also es war eben ein Minecraft-Bug. Ich habe mich schon gewundert. Das kann doch gar nicht sein. So sollte das dann aussehen. Dass Redstone hier hochgeleitet wird. Alles sollte gerade ausgerichtet sein. Und leuchten. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Hier dieser Block ist einer tiefer als dieser, aber ein Block höher als der. Dann könnt ihr wieder eine halbe Stufe nehmen und dahinter tun. Ein Redstone. Dann Block an das Redstone dran oder hier einfach drauf. Da wird ebenfalls Redstone hingeknallt. Und dann kommt hier auf den Komparator wieder ein Block. Und jetzt brauchen wir nochmal Antriebsschienen. Eine wird auf den Trichter gelegt, dann wird eine Schiene, egal was für eine, dahinter gelegt, dass sich die Schiene aufrichtet, beziehungsweise so schräg steht. Und zu guter Letzt kommt ein Redstone hin. Nun zur Einrichtung. Welches Element verwenden wir? Wir verwenden Kolben. Wir wollen Kolben einlagern. Dazu nehmen wir uns die Kolben, gehen als erstes in diesen Trichter, an diesen Trichter, nehmen uns den Kolben in die Hand, ziehen den einmal durch und tun dann den Rest links rein. Wichtig, hier links müssen mindestens am Ende 18 Kolben drin sein, sonst ist das System nicht fertig eingerichtet. Die Kolben, die hier zu viel sind, wandern einfach ins Lager. Das gleiche machen wir an diesem Trichter auch einmal durchziehen. Und den Rest ins Erste. Auch hier müssen wieder mindestens 18 sein. Und zu guter Letzt kommt das Ganze hier rein. Und zwar ist es hier jetzt wichtig, dass ihr einmal genau 22 habt. Na. 22, ihr zieht einmal durch. Und tut den ersten. Den Rest nach links, dann ist das 18. Hier ist es wichtig, dass nicht mehr als 18 drin sind im ersten Slot. Dann geht ihr zum Ende eurer Trichterstraße. Die ist bei mir jetzt hier. Ja. Und die muss jetzt irgendwie verbunden werden, und zwar mit dem Ausgang eures IMS-Lagers. Das könnt ihr so weit stacken, wie ihr lustig seid oder wie ihr Platz habt. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Teil, und zwar der richtige Anschluss an den IMS-Selektor. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach. Beim IMS-Selektor, das untere Ende wird auch an den Anschluss des unteren Endes aus dem IMS-Lager angeschlossen. Genau das gleiche macht ihr oben. Na. So, auch hier wieder Schienen, Antriebsschienen, alles hin. So, jetzt funktioniert es hier auch. Block, Fackel, klappt, klappt.
Sehr gut. Und dann zu guter Letzt müsst ihr, wenn alles fertig ist, am IMS-Selektor noch am Delay ein bisschen rumspielen. Und zwar empfehle ich euch hier mit dem zweiten zu starten. Und dann lasst ihr einen Zug fahren, der eine Einlagerungskarte in sich hat. So, nein, Trichterlore mit Einlagerungskarte anschieben. Das war noch zu kurz. Und wenn die dann abbiegt mit einer Einlagerungskarte, dann habt ihr das richtige Delay gefunden. Da müsst ihr ein bisschen rumspielen. Ich glaube, bei mir ist es jetzt das dritte. Nein, das war falsch. Ich brauche hier eine Einlagerungskarte drinnen. Ja, dritte Delay ist es. Wenn ihr das genauso nachgebaut habt, liegt raus gut, dann ist es das dritte und dann ist euer System komplett einsatzbereit. So, und ihr könnt es verwenden. Den Test des IMS-Systems mache ich jetzt in der nächsten Folge, beziehungsweise in der übernächsten, erst die andere. Wobei, nee, ich mache es in der nächsten. In der nächsten Folge wird es erstmal getestet und danach kommt die zweite Variante. Das ist, denke ich, besser so. Ich verabschiede mich jetzt von euch, wünsche euch noch viel Spaß beim Nachbauen und hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.